Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Diminish Cap Randomizer. Es geht wieder weiter, wir sind immer noch hier über den Wolken im Windpalast und ja, gerade so ein bisschen am Rumrätseln und so. Warte mal, Bomben brauche ich und mein Schwert. Oh, diese Zombies. Könntest ja mal eine Fee droppen lassen. So, wir haben nämlich hier, glaube ich, können wir zack und dann reicht das? Jawohl, dann ist die Tür schon mal offen. Also theoretisch müssten wir uns hier irgendwo auch droppen lassen können. Die Frage ist jetzt halt, was ist der richtige Weg? Wo muss ich hin? Hier muss ich was anzünden, okay. Das kriegt man hin. Zack, zack. Ein Teleporter. Aber wo führt er mich hin? Zum Anfang? Ja. Ja, alles klar, cool. Ah, gut, das ist schön. Da kann ich ein bisschen hinterher wechseln. Weil ich muss, glaube ich, auch mit dem blauen Teleporter dann noch ein bisschen zurück. Wegen dem Herzteil. Ja, das müssen wir uns merken. So, hier gibt es sehr viele Wege. Ich würde aber erstmal kurz die Schatzkiste holen. Wir müssen mal schauen, wie genau wir das jetzt machen. Erstmal kurz die Schatzkiste hier. Mit einem weiteren Herzteil. Das gefällt mir. Ja, genau. Und es gibt ja hier noch ein Herzteil. Das müssen wir halt dann holen. Und ich denke halt, das geht nur mit dem Boomerang. Maybe. So, was ist das hier? Nein, man kommt einfach von hier ran. Ah, ich bin so doof. Es gibt einfach einen anderen Weg. Okay, alles klar. I see. Ja, dann war das ja komplett sinnlos. Jetzt muss ich mich droppen lassen, wa? Oh nein. Na gut, der Weg ist nicht weit. Ja, wir müssen immer noch. Wir müssen immer noch da hinten irgendwie runter. Ne? Warte mal, Karte. Da hinten rechts durch die Tür müssen wir quasi. Ich frag mich, wie wir da hinkommen. Ich meine, wir haben jetzt hier noch eine Schlüsseltür und oben ist noch eine Schlüsseltür. Dann ist es aber auch vorbei mit denen. Türen. So, ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Da geht's nach oben. Okay. Da geht's nach rechts. Ich will noch nicht nach oben gehen. Ich gehe erstmal hinten durch den Raum. Da komme ich durch Rüberfliegen hin. Ich hole noch mal ganz kurz mein Werdel raus. Okay. Theoretisch. Und praktisch ist nicht dasselbe. Irgendwie erinnert mich das voll an eine Wüstenmusik, keine Ahnung. Shit, da komme ich nicht durch. Das heißt, da muss ich später nochmal ran. Aua. Geh weg. Okay, dann ist hier jetzt erstmal nichts weiter, ne? Droppen kann ich mich hier auch nicht. Dann ist der einzige Weg erstmal hier hoch. Okay. Schauen wir mal. Wir haben ja jetzt immerhin hier noch so eine Bombenwand und so. Das war gut. Okay. Das ist auch eine Bombenwand. Da hinten kann ich mich droppen lassen. Da könnte ich dann vielleicht zu der Schlüsseltür kommen. Alter, das sind ja aber auch Rätsel und Umwege und Gänge, ne? Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Aber gut. Ist auch schon ewig her. So, hier müsste theoretisch was sein. Ich... Ah, na klar! So. Haben wir alles? Ja, ne? Ba, 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 da, 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 du, du. Zack. So, war ja voll der Hind eigentlich, ne? Dass hier eine brüchige Wand ist. Und hier? Komme ich dahin? Ist das jetzt der offizielle Weg? Shit, ey. Ich habe keinen Plan. Eben war ich schon ganz oben, ne?
So. Ich brauche wieder meinen Sturzumhang. Meine, wie heißt das? Greifmantel. Ich glaube, ich würde hier lieber den Bogen nehmen. So. Noch ein Herzteil, sehr schön. Das muss ich da lang, okay. Zack. Ich könnte theoretisch auch mal den Sturzangriff ausprobieren, den habe ich ja im letzten Part bekommen. Gibt es hier irgendein Geheimnis oder? Nö, nur Herzen und Feen, alles klar. Baba. So, hier kann ich was runter. Okay. I don't know. Ich glaube, ich bin hier schon an der richtigen Stelle, ne? Kann das sein, dass ich gerade den falschen Weg gegangen bin? Hätte ich erst die andere Seite gehen sollen? Möglich. Das war super. Das war super. Das sollte eigentlich der Rückweg sein, ne? Nein, ja. Ich gehe nochmal kurz zurück. Komme ich überhaupt zurück? Ich habe mir einen Rückweg verbaut. Wahnsinn. Ich bin ein Profi. Okay, dann vergessen wir das. Dann komme ich nachher nochmal zurück. Uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar Dinge. Deswegen bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich bin nämlich, glaube ich, jetzt nicht richtig. Hä? Warte mal kurz. Ich muss doch hier rüber auch noch, oder? Da ist doch auch was. Eieiei. Ich meine, ja, wir könnten zum Boss, aber... Hier ist ja auch noch was. Das heißt, drüben könnte ich dann jetzt auch wahrscheinlich nochmal den Rückweg gehen, weil jetzt ist wahrscheinlich alles respawned. Okay, hier haben wir noch eine Schatzkiste mit... Wow, das hat sich gelohnt. Hey. Okay, aber da ist auch noch eine Schatzkiste. Ey. Wo sollst du die doch überall hingehen? Meine Güte. Das ist ja unfassbar. Okay, wir lassen uns droppen. Ja, wahrscheinlich hier irgendwo, ne? So, jetzt überlegen wir mal. So, zack und zack und zack. So, das ist doch smart. Wahrscheinlich komme ich über den anderen Raum zu dieser einen Schatzkiste. Ansonsten sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Ich muss jetzt nur dahin. Und es gab da unten noch einen Raum, in dem ich immer noch nicht drin war. Das ist halt auch merkwürdig. So, warte mal. Komme ich jetzt... Den muss ich mich droppen lassen. Auch schon wieder bescheuert. Was war das? Guck mal, hier war ich... Genau, hier war ich nämlich noch nicht drin. Da muss ich mich... doch bestimmt auch droppen lassen. Da gibt es doch bestimmt noch was. Ansonsten wäre das alles nicht da. Ja, ich weiß, Leute, ihr wollt, dass der Dungeon langsam mal hier zu Ende geht, ne? Aber wir wollen ja auch alles mitnehmen. Wir wollen ja auch alles mitnehmen. So, warte mal. So, gell? Dann hier hoch. Ignorieren. So, da oben bin ich nämlich noch nicht lang gegangen, genau. Das stimmt so. Hier in dem Raum war ich noch nicht. Ja. Ich weiß auch warum. Oh. Ich darf die nicht berühren, wa? Okay. I understand. Diesmal aktiviert der Schalter nicht die Tür, sondern er macht sie zu.
Ah ja. Und das ist nämlich die letzte Schatzkiste hier. Mit der Quatschbirne. Jawohl. Cool. Da kriegen wir nämlich auch nochmal ein Item vom Chefo. Da schreibe ich mir auch gleich mal auf meine Liste drauf. Quatschbirne. So, sonst vergesse ich das wieder. Schön. Ja, dann haben wir das auch. Da müsste man ein Item vom Chef kriegen. Ich glaube normalerweise den Schlüssel zum Eingang. I think so. Aua. So. Jetzt ist halt noch die Frage. Das letzte große Geheimnis. Wie komme ich da drüben hin? Ja, hier will ich nicht hin. Hier. Wie komme ich hier hin? Was ist das denn? Was passiert da? Was ist das für ein Ultra-Bug? Alter. Keinen Strom machen lassen. Das sieht super strange aus. Also theoretisch irgendwie von rechts. Kann man sich von oben vielleicht irgendwie noch runterdroppen lassen? Weil es geht hier ja noch ein bisschen weiter, ne? Du kommst da als kleiner Minestand hierher und kannst noch ein bisschen was machen. Ich meine, hier geht es dann nämlich auch noch einen Raum runter, irgendwie. Ganz komplex hier. Oder ich muss von der anderen Seite kommen. Das kann natürlich auch sein. Dass es hier irgendwie rausgeht. Aber hier geht es ja nur runter. Alter Falter. Guck mal, hier geht's raus. Ah ja. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einfach sage, ich fliege mal weiter nach rechts? Da passiert nichts. Aber hier hätte ich mir irgendwie vorstellen können, dass da... Na, was, dass da irgendwie was ist, aber nö. Warte mal. Oder vielleicht doch... Alter, was mache ich denn hier? So. Ich will es zumindest mal komplett ausgetestet haben. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Und es dann bereue. Müssen wir vielleicht alle besiegen? Kriegt man was, wenn man alle besiegt? Kann man das mal ausprobieren? Ich glaube zwar nicht, aber... Man kann es ja mal ausprobieren. Zack. Ich kann die gar nicht... Mann, okay. Oder kann ich die besiegen? Ich glaube nicht. Naja, ich glaube, die sind eine Etage höher quasi als ich. Na gut, so geht's doch. Ob das der Sinn dahinter ist, keine Ahnung. Ich mache sie alle kaputt. Aber ich glaube nicht, dass da was passiert. Hier könnte man nochmal rein. Nö, aber da passiert auch nichts. Da geht's auch nicht lang. So. Ich schmeiß die jetzt einfach alle mal runter. Naja, passiert nichts. Hä? Geh doch in den Schul. Okay, macht er nicht. Alles klar. Ja, sorry, war ein Versuch wert, glaube ich. War eher ein verzweifelter Versuch, aber... Ich will ja an diese eine Position noch ran. So. Das war's schon mal nicht. Können wir jetzt komplett ausschließen. So, wie komme ich da hin? Dann hätte ich doch gesagt, vielleicht von oben droppen lassen. Jetzt ist die Frage, wie komme ich denn nochmal nach oben? Ich hole mir jetzt erstmal meinen
Schwert wieder. Eine Fee kriege ich nicht mehr, schade. Also es kann halt auch sein, dass da wirklich gar nichts mehr ist und das nur wegen diesen 100 Rubinen ist. Dann Schande über mein Haupt. Shit. Nein, wo bringt er mich hin? Vielleicht geht das mit dem Teleporter auch schneller. I think yes, ne? Wo sind wir jetzt? Ja, okay. Genau, jetzt müssen wir genau über diesem Raum sein, weil wenn wir da runterspringen, kommen wir da raus. Vielleicht gibt es hier ja einfach irgendwo ein Loch, wo ich mich droppen lassen kann. Vielleicht aber auch nicht. Shit. Hä? Wie soll man denn da hinkommen? Ich habe doch irgendwas übersehen. Wenn ich mich hier droppen lasse, komme ich hier hin. Ach nee. Ja, wenn ich mich hier droppen lasse, komme ich. Verstehe ich nicht. Aber ich weiß halt auch nicht, wo das hinführt, ne? Aber wir hatten diese Gänge schon weiter unten. Warte mal. Sorry, Leute, aber. Ich will das jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Wir hatten die Gänge schon mal. Dü. Also hier war doch... genau. Hier geht's hoch. So, irgendwo hatten wir diese Gänge schon. Ich glaube hier? War das hier? Wo waren das? Jetzt sind wir wieder hier. Aber irgendwo hatte ich doch diese Gänge schon gesehen. Hä? Jetzt sind wir wieder runtergegangen. Bin ich denn doof? Bam. Warte, ich check das jetzt mal kurz aus. Wahrscheinlich habt ihr mir das jetzt schon längst in die Kommentare reingeschrieben, wie man da hinkommt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist hier vielleicht was? Nö. Ich check's nicht. Hey, ich hatte doch diese Gänge schon mehrmals gesehen, oder irre ich mich? War das jetzt nur der? Wir waren doch ganz vorhin noch in einem anderen Raum. Ganz vorhin. Was ist denn das hier? Nee. Shit, jetzt falle ich wieder ganz runter. Ja, vielleicht suche ich mal die Lösung raus. Was meint dann, dass wir das zumindest zum Ende des Parts noch irgendwie auf die Ketten kriegen? Wäre doch toll, oder? Dass hier komplett am Rumbacken ist, ne? Wahnsinn. Ich bin nämlich zutiefst verwirrt. Das stört mich ganz sehr in meinem inneren, in meiner inneren Unruhe. So, warte mal. Die besiege ich jetzt mal kurz. Also zumindest den einen, dann gehe ich hier lang. So, hier waren wir schon länger nicht mehr. Aua, aua, aua. Danke, danke, danke. Und rein da. Okay, genau. Hier meinte ich das von vorhin.
Waren hier nicht auch irgendwo solche Gänge? Oder irre ich mich da jetzt? Ich glaube, ich irre mich auch. War das der einzige Gang, den wir hatten? Ich gucke mal hier ganz kurz. Ich glaube, da war auch nichts. Okay, dann werde gleich mal offscreen gucken, wie man da hinkommt. Ja, da war das Herzteil. Ich gucke mal kurz offscreen und dann zeigen wir das noch jetzt am Ende des Parts. Ich hoffe, dass ich euch da jetzt nicht zu sehr mit gelangweilt habe. Bis gleich! Okay, Leute, ich bin jetzt an der Position, wo wir das Rätsel quasi angehen können. Es war jetzt noch ein ganz schönes Rumgeeier, muss ich sagen, weil es war gar nicht mehr in diesem Konstrukt drin, wo wir eigentlich schon waren. Das ist ziemlich offset alles hier. Und diesen Hinweis, dass man da was holen kann, bekommt man eigentlich erst viel später, was ganz schön unfair ist, sage ich mal. Man muss halt den ganzen Tempel wieder zurücklatschen. Und die Teleporter haben mir dabei halt jetzt überhaupt nicht geholfen, wenn ich ehrlich bin. Zack, zack. Nein, was war das denn? Zack, zack und... Sag mal! Nochmal. Zack, zack. Hä? Das ist scheiße. Ja, so geht's nämlich auch, Leute. Man muss nicht immer alles so machen, wie es sein soll. Ich glaube, wir können mittlerweile schon abkürzen, weil normalerweise könntest du jetzt als kleiner Dude dahin latschen. Aber wir können halt schon hier so. Ja, das war's halt, ne? Mehr ist das nicht mit dem Rätsel. Ja, und hier könntest du dich jetzt klein machen, theoretisch. Könntest dann hier durchlaufen. Und das ist eigentlich schon alles, Leute. Das ist alles. So, gut, ich würde sagen, wir beenden den Part für heute. Und ich werde dann an der Boss-Tür warten, sodass wir dann im nächsten Part gleich mit dem Boss starten können. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Diminish Cap hier im Windpalast.